Der Bundeskanzler ist in der hessischen Landesvertretung angekommen nach der heutigen MPK-Sitzung. Wir hören rein, was die Herren zu sagen haben. Ministerpräsidenten aus Hessen und Niedersachsen möchten Ihnen berichten über das gemeinsame Gespräch heute. Im Anschluss ist Zeit für einige wenige Fragen. Den Beginn macht Ministerpräsident Boris Rhein. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, lieber Kollege Stefan Weil, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem Statement im Anschluss an unser Gespräch. Ich will das deutlich sagen, bin dem Bundeskanzler sehr dankbar, Herr Bundeskanzler, dass Sie heute zu uns gekommen sind, dass wir mit Ihnen über dieses wichtige Thema sprechen konnten. Und jetzt haben Ministerpräsidenten und Länder durchaus ein ordentliches Selbstbewusstsein. Deswegen können die auch mit sich selbst sprechen. Aber ich finde schon, wenn der Bundeskanzler in diese Konferenz hinzustößt, dann kann man das als eine echte Deutschlandkonferenz bezeichnen. Und ich finde es auch gut und sehr erfreulich, und das ist unsere Stärke, auch in den zurückliegenden Monaten und Jahren gewesen, dass wir im föderalen System in der Lage sind, dass alle Ebenen miteinander zusammenarbeiten und bei allen Meinungsverschiedenheiten, die wir natürlich auch haben, wir doch die Dinge am Ende zusammenführen. Und deswegen haben wir uns heute einmal mehr mit dem zentralen Thema Ordnung und Begrenzung der irregulären Migration befasst. Die Zahlen sind im Augenblick, muss man sagen, moderat. Aber ich glaube, man darf sich da nichts vormachen. Sie werden natürlich auch wieder hochgehen, wenn die Temperaturen steigen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen jetzt diese Zeit nutzen, um gemeinsam zu handeln, konstruktiv, aber auch konsequent. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wirklich ausschließlich die politische Mitte das hinbekommen kann, in einer solchen Lage dieses Thema anzugehen und am Ende auch Lösungen umzusetzen. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir in der Lage sind, Handlungsfähigkeit zu beweisen. Wir haben heute mit dem Kanzler drei Punkte insbesondere diskutiert. Was wurde erreicht? Was muss noch umgesetzt werden? Und welche weiteren Maßnahmen sind erforderlich? Ich will auch das sagen, wir haben gemeinsam, wirklich Bund und Länder, in den zurückliegenden Monaten sehr viel auf den Weg gebracht. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir jemals so viel zusammen hinbekommen, dass wir so viel Geschwindigkeit in das Thema gebracht haben. Nehmen Sie mal die Bezahlkarte, nehmen Sie mal die Einstufung von Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten oder eben auch das Großthema der GEAS-Reform. Und jetzt haben wir noch andere Maßnahmen, die wir miteinander besprochen haben. Das ist insbesondere das Thema Prüfung von Asylverfahren in Transit- und Drittstaaten und natürlich noch andere Maßnahmen, die für uns wichtig sind, ob das Frontex ist, ob das das Thema ist, Staatsbürgerschaft bei extremistischen Straftaten, ob das die Rückführungsabkommen sind, etc. etc. Klar, das darf ich als B-Vertreter, als Sprecher der Unionsländer sagen. Natürlich kann man sich auch noch mehr vorstellen, das ein oder andere Thema, was wir uns durchaus wünschen würden. Aber am Ende, muss ich sagen, haben wir sehr viel auf den Weg gebracht. Und ich glaube, dass es ein wirklich wichtiges Signal ist, dass wir einen gemeinsamen Fahrplan haben und auch einen Kanon an gemeinsamen Maßnahmen. Das zeigt, wir sind handlungsfähig, Bund und Länder sind handlungsfähig. So, und jetzt geht es darum, all das konsequent umzusetzen. Wir als Länder möchten in diesem Zusammenhang und in diesem Kontext unseren Anteil daran leisten. Aber auch darüber haben wir heute mit dem Bundeskanzler gesprochen, wer welche Aufgaben zu erfüllen hat. Auch da sind wir uns einig. Ja, vielen Dank. Ich darf das Wort Herrn Ministerpräsident Weil geben. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich stelle mir vor, im Leben von Berliner Journalistinnen und Journalisten kommen Verspätungen öfter vor, Verfrühungen eher selten. Heute haben wir es aber mit einem solchen Fall zu tun. Wir haben sehr schnell und zügig miteinander gearbeitet. Das heißt nicht, dass wir nicht gearbeitet hätten. Im Gegenteil, das war jetzt die vierte Sitzung in etwas weniger als einem Jahr zwischen dem Bundeskanzler und den Regierungschefinnen und Chefs der Länder. Und wenn man alles zusammennimmt, was wir uns vorgenommen haben, ist das ein grundsätzlicher Wechsel in unserer Zuwanderungspolitik, ein sehr konsequenter Antritt gegen irreguläre Migration und verbunden mit ganz konkreten Fortschritten, aber auch der anhaltenden Bereitschaft, sich weiter gegenseitig auch Rechenschaft abzulegen. Denn dass wir mit der heutigen Sitzung am Ende werden, das kann man nicht sagen. Wir werden schon in diesem Jahr natürlich die Zugangszahlen immer weiter sehr intensiv beobachten müssen. Es gibt
einen scheinbaren Widerspruch. Es passiert sehr viel, es wird sehr viel umgesetzt und das ist wirklich jetzt auch ein gemeinsamer Beschluss, der an vielen Stellen sehr konkret wird und auf das verweist, was erst teilweise vor ganz kurzer Zeit tatsächlich auch an rechtlichen Grundlagen neu gesetzt worden ist. Aber gleichzeitig können wir niemandem versprechen, das würde sich in Binnenmonatsfrist ausdrücken in Zugangszahlen. Es gibt dafür ganz unterschiedliche Gründe. Nehmen Sie einmal den entscheidenden Durchbruch auf der europäischen Ebene für einen Asylkompromiss. Bis das tatsächlich dazu führt, dass an den europäischen Außengrenzen entsprechende Systeme etabliert sind, wird es leider noch dauern. Ich würde mich freuen, wenn es anders wäre, aber es erscheint mir unrealistisch. Und das muss man zur Kenntnis nehmen und kann dennoch sagen, wir sind in vielen Fällen ausgesprochen konkret unterwegs. Und wenn wir beispielsweise die Gelegenheit haben werden, auch in diejenigen Länder abzuschieben, die heute noch ihre Bürger nicht zurücknehmen, dann werden wir auch in Sachen Rückführung wesentliche Fortschritte noch weiter zu verzeichnen haben. Aber diese realistischen Erwartungen, die man an diesen Kurs knüpfen muss, die möchte ich gerne hervorheben. Ich sage das auch deswegen, weil das ist ja bekannt, es gibt auch eine längere Protokollerklärung von zwei Ländern. Wenn man sich das genau anschaut, wird auch daraus deutlich, das ist ein Thema, wo man nicht in ganz kurzen Zügen und in binnen kürzester Zeit sozusagen die Vorzeichen komplett ändern kann. Wir haben Verbesserungsbedarf, der ist sehr konkret adressiert und der wird vom Bund und Ländern auch ganz genau umgesetzt und mit allem notwendigen Zeitdruck. Ich will ein Thema abschließend noch ansprechen, das, wie ich glaube, für die Akzeptanz von Zuwanderung von gar nicht zu überschätzender Bedeutung ist. Das ist nämlich die Frage der Arbeitsmarktintegration. Überall, wo ich bin, stelle ich fest, da wo Menschen in Arbeit und Brot sind, ist die Akzeptanz höher als da, wo andere den Eindruck haben, naja, das passiert eben am Ende des Tages alles über Sozialtransfers. Und deswegen, und weil wir nun einmal in Deutschland bekanntlich einen sehr, sehr großen Fachkräfte, aber auch Arbeitskräftebedarf haben und weiter haben werden. Deswegen wollen wir da weiter Schwerpunkte setzen. Das ist auch ein Ergebnis dieser Sitzung, das dann noch nicht in absolut konkreten Ergebnissen gemündet ist. Diese Gespräche, die dafür notwendig sind, die sollen jetzt folgen. Aber das zeigt für mich, wir arbeiten hier nicht nur stumpf einen Katalog ab, sondern wir werden wirklich weiter in aller Konsequenz versuchen, irreguläre Integration zurückzudrängen, aber auch die Integration für die Menschen mit Schutzrecht in Deutschland zu verbessern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Herr Bundeskanzler, ich darf Sie um Ihre Einschätzung bitten. Zunächst mal schönen Dank an die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten für die Einladung zu ihrer gemeinsamen Tagung, stellvertretend an die beiden hier anwesenden Vertreter der Länder. Das waren in der Tat gute, konstruktive und auch sehr zügige Beratungen, die zeigen, was uns in den letzten Monaten, im letzten Jahr gelungen ist. Die drei Zusammenkünfte des letzten Jahres, die heutige Zusammenkunft, sind eigentlich Teil einer grundlegenden Veränderung im Management der irregulären Migration in Deutschland. Ich will ausdrücklich sagen, wahrscheinlich haben wir im letzten Jahr die grundlegendsten Veränderungen seit 20, 25 Jahren auf den Weg gebracht, mit entsprechenden Konsequenzen. Es ist so, dass wir jetzt zurückgehende Zahlen verzeichnen dürfen. Allerdings ist es auch so, wie Herr Rhein zu Recht gesagt hat, wir dürfen jetzt nicht die Hände in den Schoß legen, sondern wir müssen ganz konkret abarbeiten, was wir miteinander vereinbart haben. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir dann auch immer am Thema dranbleiben. Der Bund hat das, was wir besprochen haben, umgesetzt. Die Gesetze sind beschlossen, die Gesetze sind auf den Weg gebracht. Und damit sind die Rahmenbedingungen geschaffen für ein besseres Handling, ein besseres Management der regulären Migration. Und ich gehe davon aus, dass das überall in Deutschland jetzt auch umgesetzt wird. Auch die Länder arbeiten intensiv an den Aufgabenstellungen, die sie in unseren Beschlüssen selbst übernommen haben, was die Digitalisierung von Ausländerbehörden betrifft etwa, was die Verkürzung der erstinstanzlichen Verwaltungsgerichtsverfahren betrifft. Da sind ja weite Spannen zwischen 3 Monaten und
und 20, 30 Monaten. Das kann man alles sehr, sehr, sehr komprimieren. Und das ist aber wichtig, dass wir so konkret geworden sind. Es geht also nicht darum, hier nur Plakate aufzuhängen, sondern es geht eben ganz konkret darum, Taten zu vereinbaren und sich an die zu machen. Und das ist auch die Stimmung, die ich hier wahrgenommen habe. Jeder fühlt sich selbstverantwortlich, seine Aufgaben zu leisten. Und das ist in einem föderalen Staat unverzichtbar. Nur wenn wir gemeinsam die Aufgaben anpacken, nur wenn wir uns unterhaken, dann wird es uns auch tatsächlich gelingen. Nochmal, was wir beschlossen haben, was schon Gesetz geworden ist, was unterwegs ist, ist die weitreichendste Veränderung, die in dem Bereich in den letzten 20, 25 Jahren zustande gekommen ist. Ich bin auch froh, dass nach fast einem Jahrzehnt Verhandlungen über eine Verständigung zu einem gemeinsamen europäischen Asylsystem, das jetzt auch quasi in trockenen Tüchern ist. Und wir wissen alle, das ist jetzt schon noch umzusetzen, überall in Europa. Darauf hat der Ministerpräsident Weil zu Recht hingewiesen. Aber aus meiner Sicht ist es immerhin so, dass wir dahin gekommen sind. Das hätte wahrscheinlich vor 2 Jahren niemand vorherzusagen gewagt. Unverändert haben wir die große Aufgabe, viele Flüchtlinge auch zu integrieren. Das gilt zum Beispiel für diejenigen, die aus der Ukraine gekommen sind, aber nicht nur die. Deshalb spielt die Arbeitsmarktintegration, wie schon gesagt wurde, eine ganz, ganz große Rolle. Auch da sind weitreichende Entscheidungen getroffen worden. Arbeitsverbote, die für Flüchtlinge bisher existiert haben, sind weitgehend aufgehoben. Es geht jetzt also darum, dass wir mit dem Jobturbo und vielen, vielen weiteren Aktivitäten Gemeinden, Länder, Bund, alles dafür tun, dass möglichst viele von denjenigen, die sich in Deutschland aufhalten, auch schnell in Arbeit und Beschäftigung kommen und deshalb einen Beitrag zu unserer Wirtschaftsleistung leisten, aber auch einen Beitrag zu einem besseren Miteinander. Große Aufgaben also, gute Zusammenarbeit, ein gutes Zeichen für unser Land, dass wir in einer so schweren Herausforderung gemeinsam zusammenstehen. Ja, vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Wir waren schnell, aber es gibt trotzdem gleichwohl Anschlusstermine. Deswegen haben wir Zeit für 3 Fragen. Die erste Frage, Andreas Rinke, Reuters. Können Sie ein Mikro ihm bringen, bitte? Andreas Rinke von Reuters. Herr Bundeskanzler, Sie klangen jetzt alle 3 ziemlich optimistisch. Wenn man sich die Asylbewerberzahlen von Januar anguckt, sind die aber kaum gesunken gegenüber dem Vorjahr, über 26.000. Gibt es nicht bei Ihnen doch die Sorge, dass im Frühjahr und im Sommer, Herr Reinhardt hat ja darauf hingewiesen, die Zahlen wieder so steigen, dass sie zum politischen Problem in Deutschland werden können? Und Herr Rhein, vielleicht können Sie noch mal beschreiben, Sie klingen jetzt so ein bisschen anders als viele Unionsministerpräsidenten vor dieser Sitzung. Können Sie erklären, warum Sie so viel optimistischer klingen als die? Sie sagen, viel Tempo reingebracht. Die hatten vorher gesagt, die Bundesregierung habe das Tempo verschleppt. Kann ja nur eins von beiden stimmen. Und weil eine ganz kurze Frage, ob Sie auch über das Wachstumschancengesetz geredet haben unter den 16 MPs und ob man damit rechnen kann, dass es am 22. März eine Zustimmung des gesamten Bundesrates geben kann. Die erste Frage war, glaube ich, an mich gerichtet. Ich bin fest davon überzeugt, dass es genauso ist, wie wir alle 3 eben gesagt haben. Wir haben jetzt Zeichen dafür, dass die Zahlen besser werden, aber wir machen uns nichts vor. Deshalb ist es so wichtig, auch dass wir jetzt noch mal zusammengekommen sind, als wir im November die weitreichenden Beschlüsse über die Gesetzgebungsvorhaben miteinander getroffen hatten, war es doch so, dass wir wussten, dass da was zu tun ist. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen jetzt ungefähr zu dieser Zeit noch mal zusammenkommen, ein bisschen Bestandsaufnahme machen, uns unterhaken und uns verabreden, dass wir dranbleiben. Und dieses Dranbleiben ist auch die Verabredung, die heute jetzt hier gekommen ist. Bei allen Themen, da ist nichts ausgelassen worden und das soll auch nicht der Fall sein. Im Übrigen, glaube ich, weiß jeder, der ein bisschen Verstand hat, dieses Thema wird die europäischen Staaten und damit auch uns, das wird die reichen Länder der Welt noch ganz, ganz lange bewegen. Und wir werden immer wieder neu nachdenken müssen, wie wir es gut machen können. Aber dass wir hier uns untergehakt haben, dass wir einen Weg beschritten haben und alles dafür tun werden, dass wir erfolgreich sind, das ist schon ein gutes Zeichen, auch für das Miteinander in unserem Land. Ja, und ich will schon sagen, man muss ja doch realistisch bleiben. Also wenn wir eine Ministerpräsidentenkonferenz machen, sind das 16 Ministerpräsidenten mit den unterschiedlichsten Koalitionen, auf die man ja auch Rücksicht nehmen muss, mit 5 Parteibüchern. So, und das muss man zusammenbringen. Und wenn wir dann noch mit der Bundesregierung zusammenkommen, muss man auch das noch zusammenbringen. Also da kommt schon einiges zusammen. Und wenn ich das mir anschaue, ich
hätte vor 3 Jahren niemals gedacht, dass wir dieses leidige Thema Barleistungen oder eben nicht Barleistungen irgendwann mal in eine Bezahlkarte münden lassen, dass die Länder sich auf gemeinsame Standards einigen und dass der Bundeskanzler dafür sorgt, dass es im Asylbewerberleistungsgesetz verankert wird. Da muss ich sagen, das ist eine Riesenleistung. Hätte das jemand von Ihnen für möglich gehalten? Das Gleiche gilt beim Thema im Übrigen Prüfung von Asylverfahren in Drittstaaten. Das hat doch niemand jemals für möglich gehalten, dass wir da zusammenkommen, dass wir einen Beschluss hinbekommen. Ja, das will ich zugestehen. Der Bundeskanzler wird es mir hoffentlich nicht übel nehmen. Natürlich hätte ich mir mehr Geschwindigkeit, das meine ich damit, gewünscht von November bis dann in den Januar. Aber man darf auch nicht unterschätzen, das ist ja ein unfassbar komplexes Thema. Also da kann man nicht einfach so drüber hinweggehen. Da geht es um Menschenrechte, da geht es um sehr viel weitere Themen. Also wie gesagt, da muss aus meiner Sicht dann doch Sorgfalt vor Schnelligkeit gehen. Und wenn man es ein bisschen beschleunigen kann, freuen wir uns sehr darüber. Und ein drittes Thema will ich durchaus aufrufen. Ich habe das anklingen lassen, sage das jetzt nicht als MPK-Vorsitzender, aber als christdemokratischer Ministerpräsident. Ja, sicher würden wir uns wünschen, dass die sicheren Herkunftsstaaten ausgeweitet werden, dass es mehr sichere Herkunftsstaaten gibt. Und deswegen gibt es auch eine Protokollerklärung des Landes Hessen. Wir wollen gerne, dass alle Länder mit einer Anerkennungsquote unter 5% sichere Herkunftsstaaten werden. Aber das führt ja zu nichts, wenn wir uns jetzt da zerstreiten. Wir brauchen eine Einstimmigkeit, eine Einigkeit. Das macht uns am Ende stark. Und wer gerne noch etwas mehr hat oder mehr möchte, der macht eine Protokollerklärung und setzt dann bei sich im Land um. Ich habe einen Koalitionspartner, mit dem ich genau das umsetzen kann. Darüber bin ich sehr glücklich. Wir werden deswegen eine Bundesratsinitiative starten. Und insoweit bin ich, wenn ich die Dinge in der Summe mir anschaue, durchaus zufrieden mit dem Erreichten. Will nicht verhehlen, es könnte noch mehr sein, aber man muss realistisch bleiben. Herr Weil. Wobei, um einfach mal das Letzte fortzusetzen, man sehen muss, jedenfalls aus meiner Sicht, die gemeinsame Vereinbarung, wir ziehen die Fälle aus Ländern mit einer Anerkennungsquote von unter 5% vor, sozusagen eine Fastline. Und dann werden wir uns auch alle Mühe geben, gerade in diesen Fällen die Verfahren wesentlich zu verkürzen. Das ist dann auch die Grundlage dafür, dass auch Rückführungen schneller stattfinden können, wenn sie möglich sind. Da sind wir wieder bei einem Thema, das ich schon angedeutet hatte. Herr Rinke hatte mich dann noch ein ganz anderes Thema gefragt, nämlich nach dem Wachstumschancengesetz für das Land Niedersachsen. Kann ich das zusagen, Herr Rinke? Aber das war ja nur ein Teil der Antwort, um die Sie gebeten haben. Wir haben in der Tat darüber gesprochen. Da gibt es noch unterschiedliche Auffassungen, vor allen Dingen aber den gemeinsamen Grundsatz. Laufende Bundesratsverfahren sind nicht Thema von MPK-Beschlüssen. Und deswegen ist das ein Thema, das wird uns spätestens am 22. März wieder begegnen. Dann allerdings wird es sicherlich eine interessante Sitzung werden. Iris Salom, ARD. Also im Bundesrat, um das hinzuzufügen, ne? Herzlichen Dank, Iris Seiram aus dem ARD Hauptstadtstudio. Ich habe einmal eine Frage an auch Ministerpräsident Rhein. Sie klangen wirklich auch für meine Ohren sehr optimistisch. Und da hatte ich mich gefragt, ob Sie dem Vorschlag einer Obergrenze, also ob Sie das diskutiert haben, ob das überhaupt realistisch ist, diese 60.000. Dann an Ministerpräsident Weil. Nach der letzten MPK, glaube ich, war das so ein bisschen, dass die Länder mit der vereinbarten Pro-Kopf-Pauschale nicht so ganz happy waren. Ist da noch mal drüber geredet worden? Würde es da noch mehr Geld geben? Und wenn ich darf, noch an den Bundeskanzler. Ist über den Vorschlag gesprochen worden, dass möglicherweise für neu ankommende Geflüchtete aus der Ukraine, ob man da den Wechsel macht hin, dass die eben dann nicht sofort in das Bürgergeld reingehen? Ja, wenn ich beginnen darf, also Obergrenze ist aus meiner Sicht eine durchaus berechtigte Diskussion, denn wir sind natürlich schon auch über die Grenzen der Belastung hinaus und die Infrastruktur muss mitwachsen. Ich sage das alles jetzt als Ministerpräsident eines christdemokratisch regierten Landes und nicht als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Und insoweit, ich finde, das ist ein wichtiger Diskussionsbeitrag und die Materialien liegen ja vor. Die vorige Bundesregierung hat ja dazu im Grunde genommen Dinge erarbeitet, auf die man zurückgreifen kann. Und insoweit, ich finde, wir müssen über alle Dinge sprechen. Wir müssen sie abklopfen. Was geht rechtlich nicht? Was nutzt nicht? Und das gehört aus meiner Sicht dazu.
Ja, dann setze ich mal fort, nicht als stellvertretender Vorsitzender, sondern als Sprecher der SPD-regierten Länder und Thüringen, also der sogenannten A-Gruppe. Das ist als Ziel, kann man über alles reden, wie realistisch es ist, ein Ziel zu setzen, das zu hoch gesteckt ist. Das sieht man dann in der Praxis. Aber bei der Umsetzung muss man wissen, dass Obergrenzen jetzt derzeit eigentlich nur dann konkret möglich sind, wenn man dazu ganz grundlegende rechtliche Änderungen verändert. Da reden wir nämlich über das Grundgesetz und das Individualgrundrecht auf Asyl. Und zweitens reden wir auch über die Genfer Flüchtlingskonvention. Und das muss jeder wissen, der diese scheinbar so naheliegende Lösung für sich ins Kalkül zieht. Und deswegen rate ich uns allen miteinander, sich sehr auf das zu konzentrieren, was wir jetzt tatsächlich auch zügig anpacken können und was auch praktische Wirkung entfalten wird, nach meiner festen Überzeugung. Das andere, das mag zum Beispiel in einer Kommission diskutiert werden, die wir ja einrichten, aber ich mache da an dieser Stelle aus meiner Skepsis gar kein Hehl. Pro-Kopf-Pauschale. Was die Höhe angeht, ist das heute nicht diskutiert worden. Da haben wir vor wenigen Monaten nach harten, monatelangen Verhandlungen eine Vereinbarung getroffen, die, wie ich glaube, auch wirklich der Situation in den Kommunen gerecht wird. Was wir besprochen haben, ist die Frage, wie wird das denn sein, wenn wir feststellen, nicht im ersten Jahr, aber wann auch immer, jetzt müssten wir mal über eine Anpassung reden. Und da sagen die Länder, dann müssen wir auch darüber reden. Und der Bundeskanzler hat, wenn ich ihn recht verstanden habe, gesagt, niemals werde der Bund sich einer Diskussion entziehen, ohne sich allerdings auf das Ergebnis dieser Diskussion festzulegen. Richtig? Gut. Ja. Soweit und dann kommen wir zu einer... Also Sie hatten noch eine dritte Frage gestellt. Genau, an den Bundeskanzler, ob das Bürgergeld, die Frage, ob man da den Switch macht, so. Die neu angekommenen... Entschuldigung. Wir haben über diese Frage nicht miteinander diskutiert, will ich ausdrücklich sagen. Im Übrigen ist es ja so, dass die Gemeinden in Deutschland über 11.000, die Länder 16 wissen, dass die Entscheidung, dass die ukrainischen Flüchtlinge, weil ja klar ist, in welcher Lage sie sind, gleich so behandelt werden, als hätten sie das ganze Asylverfahren bereits durchlaufen, weil das vorher feststand, wie es ausgeht. Hat man sich viel Arbeit gespart und sich auch schneller an die Integration dran gemacht, dass das eine riesige Entlastung von 5 Milliarden Euro für Länder und Gemeinden ist. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand fordert, die 5 Milliarden jetzt wieder selbst zahlen zu wollen. Also insofern geht es doch darum, was wir für die Zukunft machen. Und da ist jetzt erstmal eine Diskussion in Europa irgendwann im Gange, wie das gehen soll, was passieren soll, wie man das macht. Aber ich glaube, dass wir ja sehen, wie herausfordernd das ist, sich um Integration zu bemühen. Und die Jobcenter sind die Institution in Deutschland, die da die beste und meiste Erfahrung mit hat. Und die kümmern sich jetzt darum. Und das ist auch das Ziel unseres Jobturbos, den wir auf den Weg gebracht haben, dafür zu sorgen, dass möglichst viele in Arbeit kommen. Das ist auch mein Appell an alle, die jetzt die Sprachkurse, die Integrationskurse gemacht haben, dass es jetzt die Zeit ist, zu gucken, wo geht das? Das ist etwas, was wir alle erwarten dürfen und da sind wir hinterher. So, mit Blick auf die Uhr, die letzte Frage, Ulrich Steinkohl, dpa. Ulrich Steinkohl, Nachrichtenagentur dpa. An die beiden Ministerpräsidenten, Herr Reiten und Herr Weil, die Frage, Sie werden sich ja am 20. Juni wieder treffen zur Ministerpräsidentenkonferenz. Was muss aus Ihrer Sicht bis dahin passieren und was machen Sie, wenn bis dahin die Flüchtlingszahlen nicht runtergehen? Und an den Bundeskanzler, Herr Scholz, die Frage, aus dem Kreis der Ministerpräsidenten hieß es vorab, der Bund habe im November zugesagt, jetzt eine Prognose vorzulegen über die Höhe der in diesem Jahr zu erwarteten Asylbewerberzahlen. Wie lautet diese Prognose der Bundesregierung? Und wenn ich das noch anhängen darf, die Frage zur Taurus-Affäre. Wir wissen ja seit gestern durch die Erklärung des Bundesverteidigungsministers in etwa, wie das technisch gelaufen ist. Ich wüsste gerne von Ihnen, wie groß Sie den politischen Schaden durch diese Affäre bei unseren Verbündeten einschätzen und wie Sie den beheben wollen. Dankeschön. Wenn ich anfangen soll, also ich halte es nicht für zielführend, dass wir jetzt so eine Spekulation darüber machen, was geschieht, wenn. Ich wiederhole noch einmal das, was ich am Anfang gesagt habe. Niemand soll von unseren Beschlüssen, die wir vor weniger kurzer Zeit getroffen haben, erwarten, dass sie sofort den Schalter umlegen. Dafür ist wahrscheinlich eher die weitere Entwicklung der internationalen Lage ein sehr viel wichtigerer Gradmesser und die Frage auch, inwieweit unsere Grenzkontrollen in der Lage
sind, dann auch wirklich weiter effektiv tätig zu sein. Und das, würde ich sagen, ist im Moment jedenfalls für mich relatives Lesen im Kaffeesatz. Aber dass uns die Diskussion über Migration und Integration jetzt in den nächsten Monaten erhalten bleiben wird, durchgängig im nächsten Jahr, sicher auch noch im nächsten Jahr, davon können wir miteinander sicher ausgehen. Ich rate uns nur, wirklich einen realistischen Kurs zu verfolgen, den aber konsequent und das auch in der Kommunikation sehr deutlich zum Ausdruck zu bringen. Wenn ich das noch anfügen darf, was erwarten wir zum 20.06. kann man im Grunde genommen sagen, haben wir uns heute darauf vereinbart, beziehungsweise wir bitten den Bundeskanzler, uns zu informieren über die Schritte, die eingeleitet worden sind im Zusammenhang mit den Asylverfahren in Drittstaaten. Das wird sicherlich ein Thema sein, was wir miteinander besprechen werden am 20.06. Und meine große Hoffnung ist natürlich, dass wir am 20.06. sehr konkret sagen können, wann die Bezahlkarte quasi an welchem Tag startet. Wir haben das Ausschreibungsverfahren ja jetzt gestartet. Das wird dann beendet sein und ich möchte gerne, dass wir ab dem Sommer einführen. Aber das werden wir da sehr konkret sagen können und dann werden wir uns natürlich auch unterhalten müssen über die Beträge, die möglicherweise dann eben als Bargeld von der Bezahlkarte ausgezahlt werden können. Das sind aus meiner Sicht so ein paar Meilensteine und ansonsten kann ich mich nur anschließen an Stefan, weil wir können nicht absehen, was passiert, wie die Zahlen ansteigen oder nicht ansteigen. Aber ich glaube, wir haben jetzt so viele Maßnahmen schon auf den Weg gebracht, mit denen wir wirklich uns um die Situation kümmern. Nehmen Sie das Thema Grenzkontrollen, dass wir durchaus ein Instrumentarium entwickelt haben, was wir dann immer aufsetzen können, wenn es soweit ist. Ich finde, der wichtigste Vorzug der Verständigung, die wir im Laufe des letzten Jahres erarbeitet haben, ist, dass wir weggekommen sind von einem politischen Irrweg, nämlich dass auf allen Ebenen, in allen politischen Strukturen letztendlich achselzuckend gesagt wird, es bringt ja sowieso alles nichts. Das verführt den einen oder anderen, abenteuerliche Vorschläge zu machen, die auch nichts bringen, aber die mal Aufmerksamkeit schaffen. Aber tatsächlich ist es doch einfach beharrliche Arbeit, die man miteinander leisten muss als Gesetzgeber. Das haben wir gemacht. Und in der praktischen Umsetzung der neuen Gesetze durch die jeweils Zuständigen in Bund, Ländern und Gemeinden, das haben wir auch auf den Weg gebracht. Und diese Mühe, sich zu machen, wegzukommen von dem Achselzucken, hinzugehen zur realen Tat, das ist, glaube ich, der große Fortschritt, den wir erreicht haben. Und an dem wir auch festhalten sollten. Und von diesem Kurs sollten wir auch nicht wieder weggehen. Das ist meine feste Überzeugung. Insofern werden wir auch den Stand der Dinge zu besprechen haben bei der regulären Zusammenkunft der Regierungschefinnen und Regierungschefs des Bundes und der Länder im Bundeskanzleramt im Juni, wo wir viele Punkte haben werden, aber auch natürlich dieses Thema. Und ansonsten bin ich sehr sicher, dass das Vertrauen zwischen Deutschland und seinen Verbündeten und Freunden so groß ist, dass das, was da passiert ist, dieses Vertrauen nicht beeinträchtigt. Gerade heute im Kabinett ist auch noch mal berichtet worden, dass das alle, mit denen wir direkt gesprochen haben, zurückgemeldet haben. Und darauf, glaube ich, können wir auch aufbauen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an die drei Herren. Soweit der Bundeskanzler nach dem allgemeinen Schulterklopfen in der hessischen Landesvertretung nach dem Treffen der Ministerpräsidentenkonferenz heute zusammen mit Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil und dem hessischen Ministerpräsident Boris Rhein. Zugeschaltet von der hessischen Landesvertretung die Kollegin Dorothea Schopelius. Dorothea, also ein allgemeines Schulterklopfen, sehr viel Euphorie, Euphemismus ist da eben verbreitet worden. Man muss allerdings auch dazu sagen, der Kanzler sprach davon, dass es die grundlegendsten Veränderungen seit 20, 25 Jahren seien, die man da in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht hat. Klar, im Winter, jetzt kommen momentan ein bisschen weniger Migranten, aber im Sommer dürften die Zahlen doch wirklich dann auch wieder steigen. Ist das wirklich der große Wurf, den wir da heute gesehen haben? Herr Alex, ich wage jetzt mal ganz mutig, dem Bundeskanzler hier ein klein bisschen zu widersprechen. Und zwar aus folgendem Grunde. Und zwar sind die Zahlen, ja, die sind runtergegangen. Wir haben Winter, aber sobald der Sommer kommt, gehen die Zahlen natürlich auch wieder hoch. Und dass jetzt hier so grundlegende Dinge verändert wurden, dass hier jetzt Konsequenzen getroffen wurden, das war jetzt nicht so richtig ersichtlich aus diesem Endpapier der Ministerpräsidentenkonferenz. Nehmen wir zum Beispiel mal ein ganz konkretes Beispiel. Es geht eigentlich seit Monaten darum, dass man Asylverfahren in Drittstaaten stattfinden lassen möchte. Dafür braucht man aber
Auffanglager bzw. gewisse Etablierungen an den europäischen Außengrenzen, die das überhaupt möglich machen. Und es wurde ja gerade in der Pressekonferenz von Boris Rhein bestätigt, dass es die noch gar nicht gibt und dass es keine konkreten Pläne dafür gibt, dass er sich aber freue, dass man hier so gut zusammenarbeitet. Und so ging es eigentlich die ganze Liste durch. Man hatte zwar noch keine konkreten Pläne, man hatte keine konkreten Daten, man hatte keine konkreten Ansätze, aber freut sich, dass man gut zusammenarbeitet. Es wurde betont, dass ja die Pressekonferenz 20 Minuten früher stattgefunden hat als angekündigt. Man sei schnell zu einem Ergebnis gekommen, man arbeitet gut zusammen. Und das widerspricht alles ziemlich doll dem, was zumindest die unionsgeführten Länder vorher kritisiert haben. Und zwar, dass man sich gar nicht einig sei, dass man von der Migrationspolitik des Bundeskanzlers und der Ampelkoalition wenig halte, dass die Systeme gerade dabei sind, zusammenzubrechen, wie Henrik Wüst es ausgedrückt hat von der CDU, und dass Länder und Kommunen verzweifelt sind und nicht mehr weiter wissen. Und man fragt sich jetzt so ein bisschen vielleicht ganz im Sinne von, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann gründe einen Arbeitskreis. Also die Arbeitskreise, die Diskussionsrunden und die Gespräche funktionieren gut, aber die Lösungsvorschläge, die waren jetzt nicht ganz so konkret, wie sich das vielleicht der ein oder andere Unionspolitiker gewünscht hätte. Dorothea, für den Augenblick erstmal vielen Dank für diese schnelle Einordnung. Dankeschön. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.